Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu meinem neuesten Video, die Vorhersage bis 2025. Ein ganz wichtiger Aspekt und so wissenswert, damit wir uns gut darauf einstellen können, kommt heute dieses Video zu euch. Das Jahr 2025 ist ein sogenannter Turning Point, speziell in der Technik, speziell in der Energie, Veränderung und speziell für das Bewusstsein von uns allen. So, das möchte ich euch jetzt ein bisschen genauer erklären und wir werden nachher am Ende des Videos natürlich auch eine wunderbare gechannelte Meditation machen, um uns leichter an die Energie von 2025 anpassen zu können und jetzt durch diese Tage und durch diese Jahre gut hindurchzukommen. Also, ich hatte in einem früheren Video euch ja schon mal über das Gitternetz was erklärt und ihr solltet euch, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das anschauen. Ich habe es euch hier oben mal verlinkt. Bis 2025 wird sich die Energie des Gitternetzes komplett ändern. Und da wir Menschen ja eng mit dem Gitternetz verbunden sind, über unsere magnetische Ausdehnung, und das Gitternetz ist ja auch magnetisch, betrifft uns das natürlich sehr. Das heißt, es betrifft in erster Linie auch unser Bewusstsein. Und wenn man jetzt das schafft, sich da gut anzupassen, wird man auch sein Bewusstsein erhöhen. Also das bedeutet, mit der Erhöhung der Energie des Gitternetzes erhöht sich auch unser Bewusstsein. Das bedeutet mehr Liebe, mehr Verständnis, eine größere Anbindung an Gottes Nähe. Jetzt gibt es natürlich, da wir auf der Erde leben und in der Polarität leben, Probleme durch verschiedene Meinungen, Probleme durch dieses Gute und das Böse. Also es wird immer da noch die Zusammenstöße und die Meinungsverschiedenheiten und diese zwei Lager, die es da immer gibt, die werden sich verstärken. Das heißt also, es wird ziemlich anstrengend sein. Und mein Rat wäre, dass man nicht in den Kampf geht, nicht gegen irgendeine andere Meinung ankämpft und da also sehr viel Energie verbraucht, sondern tatsächlich sich immer auf das Gute und Positive konzentriert, um das zu stärken, um es möglich zu machen, dass also auch das Gitternetz in der Liebe sich mit dir verbinden kann. Das Gitternetz, das magnetische Gitternetz, ist ja auch mit dem Universum verbunden und da fließt ganz viel göttliche Energie ein. Und diese göttliche Energie, zu der haben wir Zugriff, wenn wir uns darauf positiv konzentrieren. Das ist ganz wichtig für unsere persönliche Entwicklung, denn das Jahr 2025 ist dieser Turning Point und ermöglicht uns nach diesem Jahr tatsächlich den Schritt in die erste Erwachensstufe zu gehen, in die wichtige Erwachensstufe zu gehen. Ich kitzel es gerade so an der Nase. Und diese Entwicklungsstufe ist für uns, für das Weiterkommen sehr wichtig. Also immer, wenn es einem im Gesicht irgendwo krabbelt oder so, oder an der Nase oder manchmal auch so ein Zug an der Wange entsteht, dann ist ein Engel bei dir und sagt, das stimmt, es ist ganz wichtig, was du gerade sagst oder hörst. Das wollte ich euch nur sagen, also die geistige Welt bestätigt jetzt tatsächlich auch das, was ich gerade zu euch gesagt habe, also die Energien bis 2025 sind ganz wichtig, dass wir diese Jahre in der guten Energie, also dass wir uns darauf konzentrieren, in der guten Energie zu sein und da durchzugehen. Denn dann bekommen wir die Anbindung an den Aufstieg gut hin. Und wenn wir in den Kampf gehen und uns zu sehr auf die negativen Dinge konzentrieren, dann verlieren wir an Kraft und es wird schwierig für diese Menschen, die das nicht verstehen. Und ich denke mal, jeder, der heute hier zuhört, der versteht das ganz genau und er wird auch dadurch die Anbindung an Gottes Liebe, an die Liebe schlechthin bekommen.
Was bis dahin, bis 2025 noch sehr schwierig werden wird, das ist die kleinen Geschäfte. Die werden wirklich große Probleme haben, weil die Ausrichtung, das ist auch die Konfrontation von den großen Konzernen zu den kleinen Geschäften, dass die haben fast keine Chance mehr zu überstehen. Da wird sich viel, viel ändern. Und ihr, meine Lieben, ihr könnt natürlich die kleinen Geschäfte unterstützen, indem ihr da einkauft, indem ihr dort eure Bestellungen macht. Denn die Großen brauchen euch nicht. Also die kleinen Geschäfte, um die sollten wir uns wirklich sehr kümmern, um die zu unterstützen, damit es weitergeht, damit die bestehen können. Und es muss ja nicht sein, dass es diese Menschen so schwer haben. Und ich weiß, dass ihr das auch natürlich sehr versteht. Ganz wichtig ist einfach die innere Ausrichtung auf die Liebe und das, was jetzt im Moment geschieht. Wir sind also jetzt 2021, das hat gerade begonnen und wir sind jetzt ein Jahr, kann man sagen, in der Krise und diese Energie der Krise wird sich also verstärken und die Auswirkungen tragen uns oder die haben wir zu spüren bis 2025. Und das ist natürlich, sollte man wissen, damit man auch weiß, mit was man es zu tun hat und wie man dann am besten damit umgeht. Also das große Ziel ist die Energieerhöhung und die Anpassung an das Gitternetz, um eben gemeinsam zusammen dann in die neue Zeit starten zu können. Es wird noch ein weiteres Video von mir geben, was an diesem Punkt anknüpft, wo wir jetzt 2025 stehen. Schaut ihr das auch bitte an, das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt denke ich, können wir uns ein bisschen intensiver mit der geistigen Welt befassen und unsere Ausrichtung stärken, damit wir 2025 oder die nächsten 4-5 Jahre in einer guten, positiven Energie sind, um eben Teil der Menschen zu sein, die in das Erwachen reingehen können, die angebunden sind an das Gitternetz und an das höhere Bewusstsein des Universums. Das ist die Chance für uns alle, wirklich uns dem zu öffnen und uns auf das zu konzentrieren. Denn wenn das alle Menschen tun, sich wirklich auf das Gute konzentrieren und komplett nur in diese Richtung denken, dann geht das wunderbar und dann können sich die Lichtstätten auch so total ausdehnen. Die entstehen ja, wenn Menschen in Liebe und Licht zusammen sind. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit euch diese geführte Meditation machen, um eben das Licht nochmal ganz kräftig auszudehnen und die Ausrichtung auf das Gitternetz in uns wachsen darf. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe dafür ein Aura-Spray und zwar geht es um die Erneuerung der Zellen, weil wenn wir unser Bewusstsein erneuern möchten, uns neu ausrichten möchten, gehören auch die Zellen dazu und das werde ich jetzt mal benutzen. Das ist ganz wichtig, die innere Ausdehnung und ihr merkt schon, ich werde jetzt ganz ruhig, weil die Energie zu fließen beginnt. Und total total mich ja umarmt, in Liebe trägt. Dann wünsche ich dir eine wundervolle energetische Meditation und stimme mich jetzt ein. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Ich bitte um die Energie der Liebe und des Vertrauens. Und schön, dass du heute hier bist. Denn genau diese Energien werden jetzt in diesem Moment zu dir übertragen. Und so öffne ich meinen Kanal und richte ihn direkt aus
auf das Gitternetz der Erde, auf die magnetischen Linien der wundervollen Liebesenergie, welche uns umgibt und welche für uns da ist. Und so bitte ich dich nun, schließe deine Augen. Und wenn du magst, lege deine Hände auf dein Herz, um dich zu fühlen, um deine Liebe zu fühlen und um dein Herz zu öffnen für die Energien und Botschaften der geistigen Welt. Wir grüßen dich, geliebtes Menschenkind. Wir grüßen dich voller Liebe. Und wir werden Energien senden, damit du dich ausdehnen kannst. Damit du spüren kannst, wie tief unsere Liebe für dich fließen kann. Und so bitten wir dich, dir zu erlauben, dich jetzt auszudehnen und unsere Liebe anzunehmen. In diesem Moment, wo du dein Herz öffnest, in der Absicht, diese Liebe anzunehmen, beginnt dein Herzensstrahl sich auszudehnen und zu leuchten. Dein Herzensstrahl beginnt sich mit dem Gitternetz zu verbinden, mit dem magnetischen Gitternetz der Liebe. Und so spüre nun, wie diese Energie dich begrüßt, wie sie dein Bewusstsein berührt und wie du uns, die geistige Welt, besonders intensiv spüren kannst. Es ist die unendliche Liebe von Gottes Schöpferkraft, welche nun einfließt, welche dich ausdehnt und dir sagt: Du bist willkommen. Du bist ein Teil dieses Gitternetzes. Denn deine Gedanken und deine Liebe werden hier von uns aufgenommen und empfangen. Und so senden wir dir zur Stärkung die magnetischen Wellen der göttlichen Liebe aus dem Universum, sodass sich deine Verbindung stärken und festigen kann. Energien des erhöhten Bewusstseins fließen nun zu dir. Die Energien, welche sich mit deinem jetzigen Bewusstsein verbinden und dich ausdehnen, sie werden dich ausrichten, damit du den ersten Schritt des Erwachens gut erleben darfst. Damit du den ersten Schritt des Erwachens mit den Menschen erleben darfst, welche sich an diese Energie anbinden, welche erkannt haben, dass Gottes Liebe der Weg ist, den du gehen solltest. Und so mögest du gehen in Frieden und in Liebe, aufgefangen
durch unsere Liebe, getragen von unserem Licht. Genieße nun die Strahlen der magnetischen Liebe und spüre dabei die Nähe Gottes. Spüre deine Zugehörigkeit, denn genau das ist es, was dein Licht und deine Seele ausmacht. Es sind die Töne der ewigen Liebe, welche wir zu dir tragen. Und diese Töne der ewigen Liebe, sie berühren deinen Lichtkörper, deine Seele und dein Herz. Spüre, dass du unendlich geliebt bist. Und dass alles gut wird. Die geistige Welt stellt dir die Energien zur Verfügung, welche dir helfen mögen. Die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Und so bedanken wir uns bei dir, dass du heute hier warst, dass wir dich berühren durften und ziehen uns sanft wieder zurück. Und ich, Nirjana, ich danke der geistigen Welt für diese wundervollen Energien. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Und so komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, in deine Räume. Und fühle die Leichtigkeit, die Ausdehnung, die Schwerelosigkeit. So fühle ich es. Ich fühle mich so richtig schwerelos. Ich fühle mich so eng verbunden mit der geistigen Welt und ich weiß tief in meinem Herzen, dass es diesmal gelingen wird. Schön, dass du hier warst. Ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Hab eine wundervolle Zeit. Die geistige Welt ist bei dir. Tschüss.